Es gibt eine in Deutschland wenig beachtete Diskussion, die, soweit ich es beobachten konnte, auch nur in wenigen freien evangelischen Gemeinden geführt wird, nämlich die Frage nach dem Urtext des Neuen Testamentes. Soll man das Neue Testament nach dem Textus Receptus übersetzen oder nach dem Nestle-Aland, welche das Ergebnis universitärer Textforschung ist? Die Befürworter des Textus Receptus bringen dabei in der Regel zwei Hauptargumente vor, nämlich zum einen, dass der Textus Receptus der Grundtext der Bibeln der Reformation war und somit von Gott zu großem Segen genutzt wurde, und zum anderen, dass der Nestle-Aland Verse aus dem Bibeltext herausstreicht und somit Gottes Wort verfälscht. Allerdings gibt es den einen Textus Receptus gar nicht, und auch dieses hübsche von der Trinitarian Bible Society veröffentlichte Buch ist nicht der eine Textus Receptus, sondern eine Angleichung des griechischen Neuen Testamentes durch den Briten Frederick Scrivener an die Übersetzungsvarianten in der King James Bibel. Also eigentlich ist das Neue Testament der King James Bibel auf Griechisch sozusagen. Und wenn wir hier mal hineinschauen, dann stellen wir fest, dass das auch der reine griechische Text ist. Es gibt allerdings eine ganze Gruppe von Ausgaben des griechischen Neuen Testamentes, die man gemeinhin Textus Receptus nennt, und den Anfang macht Erasmus von Rotterdam. Erasmus war unzufrieden mit der Qualität der zu seiner Zeit verbreiteten lateinischen Übersetzung des Neuen Testamentes, wie man sie in der sogenannten Vulgata findet, und daher beschloss er, eine eigene lateinische Übersetzung anzufertigen. Und um zu zeigen, wie gut diese eigene lateinische Übersetzung ist, wollte er ihr den griechischen Urtext gegenüberstellen. Aber dazu musste Erasmus erstmal einen griechischen Urtext haben. Und er wurde etwa 8 griechische Handschriften habhaft. Und diese 8 griechischen Handschriften hat Erasmus dann miteinander verglichen und daraus sein eigenes griechisches Neues Testament erstellt, das er dann mit seiner lateinischen Übersetzung ab 1516 in 5 Ausgaben unter dem Namen Novum Instrumentum Omne übersetzte. Ein lateinischer Titel, weil ja die lateinische Übersetzung im Vordergrund stehen sollte. Anhand der 2. Ausgabe des Erasmus übersetzte dann auch Luther seine Bibel. Was Erasmus begonnen hatte, führte der Pariser Buchdrucker Robert Estienne, besser bekannt als Stephanus, fort. Ab 1546 veröffentlichte er 4 Ausgaben seines griechischen Neuen Testamentes, und er hatte dafür etwa 15 Handschriften zur Verfügung, also mehr als seinerzeit Erasmus. Aus diesem Grund fügte Stephanus seinen Ausgaben auch einen kritischen Apparat hinzu. Das ist genau das, was hier in dieser Ausgabe fehlt. Hier ist nur der griechische Text an sich, ohne irgendeine Anmerkung. Und mit diesem kritischen Apparat, anhand dem man eben die einzelnen Varianten der Handschriften untereinander ablesen konnte, hat Stephanus die erste textkritische Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes geschaffen. Nebenbei bemerkt führte er in seiner letzten Ausgabe, der 4. von 1551, die vom griechischen Text her textgleich mit seiner 3. Ausgabe von 1550 war. Also in der 4. Ausgabe führte er auf jeden Fall die heute noch genutzte Verszählung ein. Bis dahin war das Neue Testament nicht in Verse eingeteilt. Zu guter Letzt wäre noch Theodor Beser zu nennen, ein Schweizer Reformator und Nachfolger von Johannes Calvin. Er verfügte wiederum über ein paar mehr Handschriften als Stephanus. Nicht besonders viel mehr, aber immerhin.
Und somit gab er dann auf Grundlage der Vorarbeiten von Stephanus seine eigenen Ausgaben des griechischen Neuen Testamentes heraus. Besers Ausgabe von 1598 war Quelle für die King James Bibel. Und in einer Ausgabe oder einem Nachdruck sozusagen des Beser-Textes von 1633, gedruckt durch die Gebrüder Elsevier, taucht dann im Vorwort auch endlich der Begriff Textus Receptus auf, was aber im Kontext des Vorwortes nichts anderes bedeutet, als dass die Gebrüder Elsevier eben den Textus, also den Text druckten, der von den Gelehrten ihrer Zeit allgemein Receptum, also übernommen und akzeptiert worden ist. Aber mit diesen Ausgaben haben ja die Funde von Handschriften und Papyri nicht aufgehört. Und nicht zuletzt Anfang des 20. Jahrhunderts gab es durch die Entdeckung in Nag Hammadi und in Qumran, hat sich wieder einiges an Papyri gefunden. Und das muss ja alles gesichtet und analysiert und ausgewertet werden. Es sind uns mittlerweile über 5500, weit mehr als 5500 griechische Handschriften, Papyrii und Fragmente des Neuen Testamentes bekannt. Und somit machen die Bearbeiter des Nestle-Aland dann auch nichts anderes, als diese Fragmente, diese Fundstücke an Handschriften und Papyri zu sichten und auszuwerten und zu überlegen, welche Varianten wohl am wahrscheinlichsten den Urtext wiedergeben und welche Varianten eben weniger wahrscheinlich ist. Ganz genau so, wie Erasmus, Stephanus und Beser das mit den ihnen vorliegenden Quellen auch getan haben. Als gesichert geltende Passagen werden dann hier in den Haupttext übernommen und die weniger gesicherten Passagen, die sind im Fußnotenapparat genannt. Der Vorwurf an den Nestle-Aland, Verse aus dem Bibeltext zu streichen, ist also eigentlich nicht ganz richtig. Denn es werden ja alle Varianten an genau der Stelle genannt, wo sie auch auftauchen. Und es ist dann dem Übersetzer überlassen, welche Variante er in seiner Übersetzung übernimmt. Der Nestle-Aland selbst trifft hier keine Entscheidung. Er sagt nur, okay, das ist eben sehr gut gesichert. Das finden wir in sehr vielen Manuskripten und in sehr vielen vertrauenswürdigen Manuskripten. Und das hier ist eben weniger gesichert, es ist weniger wahrscheinlich, dass das originale Varianten sind. Und auch wenn das hier unten jetzt nach sehr viel aussieht, bei den allermeisten Varianten handelt es sich im übertragenen Sinne um Fragen nach der Rechtschreibung, um Unterschiede in einzelnen Wörtern. Wichtig ist festzustellen, dass keine dieser Varianten die Botschaft der Bibel oder irgendeine Lehre der Bibel verändern würde. Denn keine reine Lehre hängt vom Vorhandensein oder von der Abwesenheit von spezifischen Versen oder einem spezifischen Vers allein ab, sondern jede Lehre ist im Gesamtkontext der Bibel verankert. Und nicht zuletzt stimmt der Haupttext des Nestle-Aland und der Textus Receptus im Wesentlichen auch überein, bis auf etwa 14 Verse. Es macht also eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ob man eine nach dem Nestle-Aland oder eine nach dem Textus Receptus übersetzte Bibel liest. Diese circa 14 Verse, von denen gemeinhin gesagt wird, dass der Nestle-Aland sie aus dem Bibeltext gestrichen hat, sind, wie gesagt, im Fußnotenapparat zu finden. Und auch das
Roma Johanneum ist im Fußnotenapparat zu finden, also im ersten Brief des Johannes, Kapitel 5, bei den Versen 7 und 8. Haben wir hier eine Fußnote, eine Anmerkung. Und hier haben wir 7 und 8, das Komma Johanneum. Findet sich hier also auch korrekterweise wieder. Nun muss ich zugeben, das Komma Johanneum ist tatsächlich der eine Vers, der aus gegenwärtigen Bibelübersetzungen gestrichen wurde. Aber das liegt daran, dass das eine Variante von lateinischen Manuskripten ist. Wir sehen hier den lateinischen Text und wir sehen, dass das eine Variante aus der Vulgata ist. Es gibt kein griechisches Manuskript, das älter als 1000 nach Christus ist, beziehungsweise sogar noch ein bisschen weiter hin zu Erasmus, in dem das Komma Johanneum auftaucht. Und auch Erasmus selbst hatte es in seine ersten beiden Ausgaben des griechischen Neuen Testamentes nicht aufgenommen, weil es in den 8 Handschriften, die Erasmus zur Verfügung standen, nicht drin vorkam. Erst zur 3. Auflage seines griechischen Neuen Testamentes hatten katholische Theologen den Erasmus dann so weit in die Enge getrieben, das Komma Johanneum einzufügen, weil es in der damals maßgeblichen lateinischen Vulgata enthalten ist, wie wir eben hier sehen. Luther selbst, naja, nach der 2. Auflage des Erasmus übersetzte, hat das Komma Johanneum bis einschließlich in seine Ausgabe letzter Hand nicht beachtet. Mal schauen. Wir haben hier das 5. Kapitel von 1. Johannes. Und wir lesen, der Geist ist, der da zeuget, der Geist, dass der Geist Wahrheit ist. Das ist Vers 6. Und dann haben wir Vers 7, denn drei sind, die da zeugen auf Erden, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen, das ist dann Vers 8. Und dann geht es hier, so wie der Mensch Zeugnis annehmen, das ist dann Vers 9. Dass das Komma Johanneum dann allerdings hier in dieser Ausgabe vom VLB Harms vorkommt. Hier unten ist es. Drei sind die da Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Die drei sind eins, drei sind die da Zeugen auf Erden, der Geist, das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. Das kann ich mir eigentlich nur dadurch erklären, dass hier eine Auflage der Lutherbibel zugrunde liegt, in der nach Luthers Tod ein Drucker eben eigenständig diese Verse eingeführt hat. Aber Luther selbst hat das Komma Johanneum in seinen Bibelausgaben nie drin gehabt. Weil die Katholiken aber immer noch ihre Vulgata mögen, findet sich das Komma Johanneum auch heute noch in der Einheitsübersetzung. Hier haben wir es. Zwar als Fußnote, aber immerhin. Wir verstehen heute sehr gut, wie diese Varianten entstanden sind, und wir können mit computergestützten Methoden sehr gut nachvollziehen, wie die Varianten in den einzelnen Handschriften und Papyri voneinander abhängen. Und diese Methode hat in den letzten Jahren auch gezeigt, dass die vormalige Einteilung in
Texttypi, also in einen alexandrinischen Texttypus, in einen byzantinischen Texttypus und so weiter, dass das eigentlich nicht mehr zu halten ist. Die gerade erwähnten etwa 14 Bibeln sind in der Regel auch in allen gängigen Bibeln enthalten. Hier habe ich die Lutherbibel von 2017 und wir sind hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Der Kämmerer aus Äthiopien, hier ist Vers 36 und nach Vers 36 geht es hier weiter mit Vers 38 und der Vers 37, der ist eben nicht verloren, sondern der findet sich dann hier unten in einer Fußnote und wie gesagt, mit der Ausnahme des Koma Johanneum ist das mit allen Versen, mit diesen 14 Versen, die angeblich gestrichen worden sind, die finden sich alle in den Fußnoten. Und mir ist tatsächlich nur eine einzige Bibel bekannt, die diese Texte tatsächlich gestrichen hat. Und das ist die Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas gehen dabei sogar so weit, ganze Passagen aus dem Bibeltext herauszustreichen, von denen sie meinen, dass sie den Bibeltext so weit verstanden haben, dass diese Passagen nicht original sind. Und ein Beispiel möchte ich hier zeigen in Johannes Evangelium Kapitel 8 gibt es die Perikope von der Ehebrecherin, die von Jesus verurteilt werden soll, aber er verurteilt sie eben nicht. Und es gibt tatsächlich ein paar wenige Manuskripte, in denen dieser Abschnitt im Johannesevangelium nicht vorkommt. Es ist die absolute Minderheit, aber die Zeugen Jehovas meinen dann, sie können hier einfach ersatzlos diesen Abschnitt streichen. Kapitel 8 beginnt bei den Zeugen Jehovas mit Vers 12. Und in der Fußnote steht nur, dass diese Passage eben in manchen Manuskripten fehlt. Und das führt natürlich ein bisschen sehr weit. In Deutschland gibt es derzeit nur zwei weiter verbreitete Bibeln, die auf Grundlage des Textus Receptus beziehungsweise eines der genannten Texti Recepti von Erasmus Stephanus Besa übersetzen. Und zwar sind das die Neue Luther von 2009 beziehungsweise ihre Nachfolgerin, die Luther 21 und die Schlachter 2000. Und dabei scheinen beide, soweit ich es nachvollziehen konnte, die dritte Ausgabe des Stephanus von 1550 als Grundlage zu haben. Gott hat sich in der Geschichte offenbart und die Bibel ist ein historisches Dokument in dem Sinne, dass sie eben nicht plötzlich vom Himmel gefallen ist, sondern sich im Laufe der Menschheitsgeschichte offenbart hat, im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden ist. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Bibel deshalb auch als historisches Dokument begreifen. Da möchte ich in meiner Bibel gerne all diese Varianten lesen können. Und damit meine ich jetzt nicht diese kleinen Rechtschreibvarianten oder sowas, sondern diese 14 Verse, die möchte ich in meinem Bibeltext lesen können. Ich möchte das Koma Johanneum in meinem Bibeltext lesen können. Ich möchte den kurzen Markusschluss in meinem Bibeltext lesen können und den habe ich hier noch gar nicht angesprochen. Und ich möchte nicht, dass das alles in die Fußnoten verbannt wird, sondern es hätte es gerne im normalen Text. Vielleicht mit einer kleinen Anmerkung, dass diese Verse in manchen Manuskripten fehlen, ja, aber im Bibeltext selbst, denn dahin haben diese Verse im Laufe der Zeit ja ihren Weg gefunden. Und für mich ist das kein Zeichen dafür, dass jemand den Bibeltext verfälscht hätte, sondern im Gegenteil, es ist ein Beleg, wie Menschen seit eh und je um seinen Erhalt gerungen haben und wie Gott
den Bibeltext durch die Jahrtausende hindurch für uns bewahrt hat. Und jetzt wollen wir uns mal im Schnelldurchgang alle Textus Receptus Bibeln, die ins Deutsche übersetzt wurden, des Neuen Testamentes hier mal kurz einblenden. Und das ganz chronologisch von Anfang an, das heißt von 1545 bis heute ins Jahr 2021. Ja, den Anfang macht Martin Luther, der seine letzte Ausgabe vor seinem Tod 1545 herausgebracht hat. Und da wollen wir uns doch mal hier die Stelle anschauen, jeweils immer im 1. Johannes Kapitel 5, 7, ob die Übersetzungen diesen Bibelvers enthalten oder eben nicht. Ja, da zoomen wir mal ran hier. Denn drei sind, die da zeugen auf Erden, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. Hier Luther hat diesen Text nicht mit hineingenommen, den Vers 7, den langen, weil ganz einfach in seiner Vorlage von Erasmus in der zweiten Auflage dieser Text nicht enthalten war. So, die nächste Bibelübersetzung, die wir uns anschauen wollen, wäre dann die Berleburger Bibel. Ja, hier das Neue Testament von 1735 bis 1739 hier ins Deutsche übersetzt worden. Ja, die werden wohl die wenigsten zu Hause haben. Gibt es jetzt mittlerweile auch neu aufgelegt auf Amazon Berleburger Bibel. Ja, da schauen wir uns auch mal die jeweilige Stelle an im 1. Johannes Kapitel 5. Da haben wir es, Kapitel 5. Da springen wir mal zu Vers 7 hin. Denn drei sind, die da bezeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Geist, der Heilige Geist abgekürzt, und diese drei sind eins. Hier haben wir den Text enthalten in der Berleburger Bibel des Neuen Testamentes. Auf Amazon kann man die bekommen. So, kommen wir zur nächsten chronologischen Ausgabe. Als nächstes kam die Johannes Piscator, hier nach Johannes Piscatoris. Kriegt man auch bei Amazon von 1755. Hier die gute Grundlage. Ja, wie gesagt, nicht Piscator eingeben, wenn man die suchen möchte, sondern muss dann hier eingeben Johannes Piscatoris, so wie es hier steht. Dort findet ihr dann auch den Nachdruck des Neuen Testamentes. Ja, von 1755. Und da springen wir mal auch hinein in Kapitel 5 in Vers 7 und schauen auch mal dort, was wir dort haben. Denn drei sind, die da zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Ja, auch hier ist der Text enthalten, hier in der Piscatoris oder Johannes Piscator Bibel von 1755. So, als nächstes kommt dann die Zürcher Bibel bis 1930 maximal, weil danach 1931 gab es eine Revision und die beruht nicht mehr auf den Textus Receptus. Ja, und da schlagen wir mal auch hier 1. Johannes Kapitel 5 auf. Denn drei sind, die da zeugen im Himmel, der Vater, das Wort, der Heilige Geist, und diese drei sind eines. Ja, Zürcher Bibel hat das auch drin, auch Textus Receptus. So, als nächstes haben wir hier, da machen wir das Bild nicht mehr groß, die Lutherbibel von 1912. Da, so 1. Johannes 5, schauen wir mal hier, wie es hier abgedruckt ist. Vers 7, denn drei sind, die da zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. Hier ist der Text zum Beispiel nicht enthalten. Ja, hier gibt es aber Lutherbibeln von 1912, die diesen Text auch enthalten. Ja, das sollte hier nochmals Information dienlich sein. Ja, das war die Luther 1912, soweit nach dem Textus Receptus. So, die nächste Textus Receptus Übersetzung war die Luther von 1998. Da hat man das Neue Testament neu angepasst. Hier, dort, Lutherbibel auch von 1912, aber das Neue Testament wurde neu übersetzt 1998. Ja, und da heißt es, denn drei sind's, die da Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins.
Ja, so viel zu Luther 98. Danach eine nicht so unbekannte natürlich Übersetzung, auch wenn sie schon erwähnt wurde. Chronologisch gesehen kam 1999 die Schlachter 2000 raus. Ja, und die hat in 1. Johannes 5, 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Als nächstes haben wir die Übersetzung des Neuen Testamentes von Herbert Janssen, Ausgabe von 2007. Da unten haben wir ihn. Ja, Vers 7 beginnt hier. Weil drei es sind, die im Himmel bezeugen, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei, sie sind eins. Ja, das ist Herbert Janssen, Textus Receptus 2007. Und hier haben wir den Nachfolger, die Nachfolgeversion von Herbert Janssen. Ich suche mal gerade hier die Auflage raus. Das ist die von 2018. Und dort sehen wir die vierte Auflage von Herbert Janssen. Dort ist es nicht mehr enthalten. Dort hat der Übersetzer sozusagen die Textus Receptus Tradition zumindest verlassen, die sonst galt ab Erasmus dritte Auflage. Und hier schauen wir mal uns Kapitel 5, Vers 7 an, da unten. Ne? Und da heißt es jetzt nur noch, weil drei es sind, die Bezeugende sind. Und dann Vers 8, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind vereint. Da steht es dann nur noch in der Fußnote unten drin bei Herbert Janssen in der letzten Auflage, die es heute auch natürlich noch zu kaufen gibt. So, dann haben wir die Luther 2000. Dann haben wir die Luther 21, Nachfolgeversion der Luther von 2009. Kam 2018 raus. So, und dort schauen wir uns auch mal an. Da haben wir Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. So, nach 1999, die nächste Übersetzung war die Neue Lutherbibel von 2009. Und da lesen wir auch, denn drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Gleiches gilt auch für die Gideon-Bibel des Neuen Testamentes, kam 2018 raus, enthält den gleichen Text. So, dann haben wir das Neue Testament nach Christianismus 2015. Und zwar ist das der Textus Receptus von Beza, der übersetzt wurde als Grundlage. Und vielleicht nochmal hier, die wollte ich gar nicht nehmen. Das ist halt der Text auf Deutsch ohne den griechischen Urtext, der noch mit eingeblendet wird in dieser Übersetzung hier. Da 2015 kam das raus, Textus Receptus von Beza, also von 1598 die Grundlage, und dort wird jeweils der deutsche und der griechische Text mit eingeblendet, aber nicht interlinear. Vers 7, das haben wir dann hier unten. Da muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen wegzoomen, damit man wahrscheinlich auch besser alles sehen kann. So, mal gucken. Weil drei sind die, die es in dem Himmel bezeugen, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Ja, auch hier ist der Text, wie gesagt, da ja auch im Text Receptus drinsteht, mit enthalten. So, dann 2019, hier zumindest in 12 Bände erschienen. Das ist die Nature 23 Bibelübersetzung des Neuen Testamentes, Band 11, nach dem aktuellsten ECM Stand. Und da haben wir natürlich auch den Johannesbrief mit drin. Dazu noch mit allen anderen Lesarten, die es gibt. Hier auch in Farbe.
Denn drei sind es, die bezeugen in dem Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese, die drei, sind eins. Hier kann man auch sehen, dass bei den grauen Bereichen die Nestle-Aland-Version vorzufinden ist, also nicht mehr der Text Receptus. Und das sind lauter Striche, das heißt, dort enthält der Text hier nur die Kurzversion von Vers 7. Ja, die gibt es auch bei Amazon, normalerweise in Schwarz-Weiß abgedruckt, jetzt mittlerweile auch in einer Farbversion. Ob alle Bände, weiß ich noch nicht. Die Schwarz-Weiß-Version gibt es in 12 Bände und die Farbversion auf Amazon gibt es in 9 Bänden. Da sind noch einige Bände zusammengelegt. Die hinteren sind dort alle zu einem dickeren Band zusammengefügt worden. Ja, und dann jetzt auch in Farbe dort zu erhalten. Das war ja von 2019 kam die raus, meine ich. Oder 2018, bin mir da nicht so sicher. So, letzte Ausgabe von Dr. Manfred Roth, der hatte, glaube ich, 2005 angefangen mit den Auflagen. Letzte Ausgabe 2020, Neues Testament, Textus Receptus. Hier schauen wir uns auch Vers 7 an. So, denn drei sind es, die es im Himmel bezeugen, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Ja, Manfred Roth, auch Textus Receptus. So, haben wir noch eine letzte noch, die letzte zumindest, die ist aber auch gerade noch in Arbeit, das heißt, sie ist noch nicht erschienen. Das ist die Schlachter 21, so nenne ich sie, sie heißt nicht so. Es ist eigentlich die Schlachter 1951 Revision, die dieses Jahr noch als Buchversion herauskommen soll. Momentan gibt es die nur als Hörbuch zu teilen, die gerade auf YouTube an der YouTube-Kanal Schlachter 51 herausgebracht wird als Audioversion, aber die schriftliche Version soll wohl erst dieses Jahr irgendwann rauskommen und diese auch nach dem Textus Receptus angepasst sein. Ja, das waren alle Bibelübersetzungen hier, die den Textus Receptus enthalten, die alle noch käuflich zu erwerben sind, auf Amazon zumeist die Nachdrucke, und wir machen jetzt weiter in der wissenschaftlichen Forschung. Nach meinem ersten Video über den Textus Receptus habe ich mich noch ein bisschen mit dem Thema befasst und habe herausgefunden, dass landläufig oftmals die Stephanus-Ausgabe von 1550 als der eine Textus Receptus bezeichnet wird. Die 1550-Ausgabe, die dritte Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes von Stephanus, wird oftmals auch als Editio Regia bezeichnet, weil sie ein sehr, sehr schönes Druckbild hatte und einfach sehr schön gestaltet war. Es war ein sehr schöner, großer Band. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, aber es gibt derzeit keine verfügbaren Faksimile-Ausgaben. Und bei Amazon habe ich dann das hier gefunden, das Neue Testament nach dem Text von Stephanus 1550 und mit Varianten der Lesarten nach Beza, den wir ja angesprochen hatten, den Gebrüdern Elsevier, Lachmanus, Tischendorf, Tregell und Westcott und Hort, sowie die Varianten, die die Revised Version nutzt von Scrivener. Das hier ist im Prinzip ein kritisches Neues Testament, das für Studenten herausgegeben wurde, die unter anderem Scrivener selbst unterrichtet hat in Cambridge, wenn ich mich nicht irre. Und wir sehen, hier ist der Text selbst von Stephanus 1550. Wir haben hier an der Seite Querverweise und hier unten sind dann die entsprechenden Varianten zwischen Beza, Elsevier in der Ausgabe von 1624, Achmanus, Tischendorf, Regel,
eben Westcott und Hort und hier die Revised Version von 1881. Das heißt, es wird eine Printausgabe, der Text von Stephanus 1550, verglichen mit den Varianten anderer Printausgaben. Es werden hier nicht die Manuskripte bzw. die Papyri selbst betrachtet. Und wie ich hier so durchblätterte, fiel mir auf, dass hier in Lukas Kapitel 17 der Vers 36 fehlt. Es geht von 35 zu 37. Vers 36 fehlt. Wir haben hier eine Fußnote und hier lesen wir Vers 36 wird eingefügt, das Plus wird eingefügt bei Beser, Elsevier und findet sich in der Revised Version am Rand. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Da habe ich mich gefragt, was steht bei diesem Vers überhaupt? Und habe die Schlachter zur Rate gezogen. Die Schlachter hat mir verraten, zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und dann habe ich noch ein bisschen im Internet gesucht und habe eine Seite gefunden, die ich unten in der Beschreibung auch verlinken werde, wo man nicht nur die Papyri und auch einige Manuskripte als hochauflösende Fotos findet, sondern auch die ersten paar Druckausgaben des Neuen Testamentes. Und da habe ich auch von Stephanus hier die 1550er Ausgabe gefunden, die Editio Regia. Und man möge mir meinen schlechten Drucker verzeihen, aber hier oben in der Ecke ist immer das Blatt angegeben, das das Bild hier ist. Also hier Lukas Kapitel 17 finden wir hier, also wer das nachschauen möchte, auf der unten angegebenen Internetseite, wie gesagt, das ist Stephanus 1550, das Blatt 71a. Und dort findet man dann ein hochauflösendes Bild 3744 mal 5616 Pixel. Und da stellen wir fest, der Vers, der fehlt tatsächlich bei Stephanus. Der ist nicht drin. Aber wir haben eine Randnotiz. In der Randnotiz ist der Vers. Also Stephanus kannte den Vers, hat ihn aber nicht in seinen Haupttext eingenommen, sondern in die Randnotiz geschrieben, weil er ihn vermutlich als zu unsicher betrachtet hat. Und das hat mich neugierig gemacht, da bin ich auf die Suche gegangen und habe festgestellt, wenn wir die erste Ausgabe von Erasmus betrachten, Erasmus 1516, das ist hier das Blatt 85b, dann fehlt da der Vers auch. Hier Erasmus Novum Instrumentum Omne war ja seine lateinische Übersetzung gegen den griechischen Text. Und im Anhang von seinem Novum Instrumentum Omne hat Erasmus viele, viele seiner Übersetzungsentscheidungen und auch Auswahl der Verse begründet. Wenn wir in den Anhang schauen, das ist das Blatt 338b, dann stellen wir fest, Duo in Agro, da haben wir eine Anmerkung von Erasmus, das heißt,
Er kannte diesen Vers auf Latein aus der lateinischen Vulgata heraus, aber er schreibt hier ganz lapidar, dass es im Griechischen kein griechisches Manuskript gibt, das diesen Vers in Lukas enthält, und deshalb hat er es dann auch herausgelassen. Und da wir ja im Prinzip drei große Editionen des griechischen Neuen Testamentes haben, eben Erasmus, Stephanus und dann als drittes Beza, habe ich dann auch bei Beza noch nachgeschaut. Haben wir auf der gleichen Seite hier die Ausgabe von 1588. Das hier ist das Blatt 150b und da ist der Vers auch im Griechischen drin. Also Beza, Lukas Kapitel 17, Vers 36 ist vorhanden im Griechischen. Und ganz interessant, Beza hat hier ähnlich wie Erasmus drei Spalten. Einmal sein eigenes griechisches Testament, dann seine eigene lateinische Übersetzung und in der dritten Spalte die Vulgata. Und hier unten lesen wir in der Anmerkung, dass Beza weiß, dass Erasmus diesen Vers ausgelassen hat, dass er selbst aber diesen Vers in einer anderen Druckausgabe des griechischen Neuen Testamentes, nämlich im koplutensischen Polyglott gefunden hat und deshalb hier eingefügt hat. Der koplutensische Polyglott war eine Konkurrenzausgabe des Neuen Testamentes auf Griechisch und Latein. Auch von einem spanischen Kardinal, sollte zeitgleich mit Erasmus rauskommen. Erasmus war schneller. Erasmus hat eher die päpstliche Erlaubnis zur Herausgabe für sein neues griechisches Testament erhalten als der Polyglott. Und dazu sei noch gesagt, dass dieser komplutesische Polyglott sehr stark auf der lateinischen Vulgata basiert in seinen Entscheidungen. Und so sehen wir also, dass dieser Vers im Wesentlichen auch aus dem Lateinischen herausgekommen zu sein scheint. Jetzt haben wir drei Hauptausgaben des griechischen Neuen Testamentes. Erasmus, der den Vers gar nicht drin hat, Stephanus, der den Vers am Rande drin hat, und Beza, der den Vers tatsächlich drin hat. Und dann dachte ich mir, nun, das wird sich ja jetzt auch in irgendwelchen Bibelübersetzungen niedergeschlagen haben. Und wenn wir da ein bisschen historisch schauen, dann ist es so, dass der Erasmus, wissen wir ja, war die Grundlage für Luthers Bibelübersetzung. Die Ausgabe von Stephanus kam erst nach Luthers Tod. Aber unmittelbar nach der Herausgabe von Stephanus wurde in Genf, wo dann die vierte Ausgabe des Stephanus auch gedruckt wurde, wurde in Genf von englischen Exilanten die sogenannte Geneva Bible geschrieben und gedruckt. Das heißt, die Geneva Bible 1560, die erste Ausgabe, war dann zeitlich auch vor Beza. Die konnten nicht auf Beza zurückgreifen. Und last not least wissen wir, dass die King James Übersetzer sehr stark auf Beza zurückgegriffen haben. Also schauen wir uns diese drei Ausgaben einmal an. Und bei Luther stellen wir fest, wie wir das schon geahnt haben, Z-
Zwei werden mahlen miteinander. Eine wird angenommen, die andere wird verlassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr und so weiter. Und wir stellen fest, wie es zu erwarten war, der Vers Lukas Kapitel 17, Vers 36, wie wir ihn heute aktuell nummerieren, fehlt bei Luther. Weil Erasmus den Vers nicht drin hatte. Von der Geneva Bible habe ich jetzt leider wieder nur Fotos gefunden, aber auch das werde ich unten in der Beschreibung verlinken. Und wir stellen fest, die Geneva Bible, wie gesagt, basierend auf Stephanus, hat hier den Vers selbst ausgelassen, also nach Vers 35, Vers 36, Vers 36 in der Geneva Bible ist der heutige Vers 37 und wir haben hier eine Randnotiz. Two shall be in the field, one shall be received and another shall be left. Also genauso wie Stephanus selbst den Vers in seiner Randnotiz hat, hat auch die Geneva Bible von 1560 den Vers in der Randnotiz. Und last not least, die King James. Da finden wir den Vers auch in der heutigen Nummerierung, Vers 36, Vers 37. Two men shall be in the field, the one shall be taken, the other left. Aber auch hier finden wir einen Kommentar am Rand. This 36th verse is wanting in most of the Greek copies. Also auch den King James Übersetzern ist bewusst, dass in den allermeisten griechischen Manuskripten dieser Vers eben nicht vorhanden ist. Und dann habe ich ein bisschen weiter geschaut und habe zwischen den Ausgaben des Textus Receptus und ob man jetzt Stephanus, Erasmus, Beza, Elsevier noch dazu nimmt, ob man den komplutesischen Polyglott noch dazu nimmt, ob man die Ausgaben untereinander betrachtet, betrachten wir einfach nur mal die drei Ausgaben, die hier im Prinzip die wichtigsten sind, also Erasmus 1516, die erste Ausgabe, Stephanus 1550, seine dritte Ausgabe, die Editio Regia, und Beza 1588, die Ausgabe, auf der die King James Bibel basiert. Dann finden wir da viele, viele Unterschiede zwischen diesen drei Ausgaben. Zusätzlich zu den Unterschieden, die die Textgruppe des Textus Receptus an sich zum heutigen sogenannten kritischen Text des Nestle Aland hat. Und ich möchte nicht auf alle Unterschiede eingehen, die ich gefunden habe, sondern nur auf ein paar, um ein paar Beispiele zu nennen, die man betrachten kann. Und wer sucht, der wird noch vieles andere finden. Das nächste Beispiel, da bleiben wir einfach mal in Lukas, und zwar im Lukas Kapitel 10, Vers 22. Am Anfang von Vers 22 finden wir in der Schlachterbibel, und zu den Jüngern gewandt, sagte er. Und wenn wir jetzt bei Erasmus schauen, dann stellen wir fest, dass dieser Teil
und zu den Jüngern gewandt, sagte er: Fehlt. Und wir haben eine Fußnote, in der Erasmus hier auch erklärt, warum dieser Teil bei ihm nicht vorhanden ist. Hier einige griechische Manuskripte fügen hinzu und so weiter. Und dann erklärt er, warum er Erasmus glaubt, dass das nicht in den griechischen Text reingehört. Und wenn wir bei und folglich hat dann die Lutherbibel diesen Text auch nicht darin. Hier, es ist mir alles übergeben von meinem Vater, ist der Anfang von Vers 22. Ja, Vater, also war es wohlgefällig für dich, ist das Ende von Vers 21. Und diese Passage zu den Jüngern gewandt, sagte er, die fehlt bei Luther. Bei Stephanus haben wir die Passage aber. Stephanus fügt die Passage ein und folglich haben wir auch in der Geneva Bible am Anfang von Vers 22: Then he turned to his disciples and said, All things are given me of my Father. Schauen wir dann aber bei Beza, dann stellen wir fest, bei Beza fehlt das Stück schon wieder. Und hier unten beschreibt er auch lang und breit, warum er dieses Stück nicht eingefügt hat in seinen griechischen Text. Und konsequenterweise fehlt dieser Abschnitt dann auch in der King James Bibel. Hier, Vers 22, All things are delivered to me of my Father. Aber wir haben eine Randnotiz. Many ancient copies at these words and turning to his disciples, he said. Also sie wissen, okay, es gibt Manuskripte, griechische Manuskripte, in denen diese Worte vorkommen. Aber auch die King James Übersetzer sind sich bewusst, dieser Zusatz ist nicht so gesichert, als dass es sich lohnen würde, den jetzt tatsächlich in den Haupttext einzufügen. Und wenn wir uns das Umfeld von Vers 22 auch mal ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir auch fest, warum dieser Abschnitt, diese paar Worte so unsicher sind. Denn im Vers 23 lesen wir wieder, und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach. Und so kann es also passiert sein, dass ein Schreiber, man stellt sich das ja immer so vor, dass die in ihren dunklen Klosterstuben Stuben gesessen haben und bei flackerndem Kerzenschein hochkonzentriert die Bibelmanuskripte abgeschrieben haben. Aber das ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Vorurteil. Aber nichtsdestoweniger, man muss nur einmal hier in der Zeile verrutscht sein vom Ende vom Vers 21 verrutschen zum Anfang vom Vers 23 und schon hat man hier eine Einfügung. Ein anderes Beispiel, ähnlicher Art,
finden wir gegen Ende des Markus-Evangeliums, Kapitel 15, Vers 3, wo wir am Ende von Vers 3 lesen: Er aber antwortete ihnen nichts. Und wenn wir wieder bei Erasmus schauen, stellen wir fest, der Teil fehlt. Und wenn wir hinten in die Anmerkungen des Erasmus schauen, dann stellen wir fest, wir haben hier auch keinerlei Anmerkung. Das heißt, dieser Abschnitt war Erasmus gänzlich unbekannt. Und konsequenterweise fehlt dieser Teil dann auch in der Lutherbibel. Die Hohepriester beschuldigten ihn hart. Jetzt müsste folgen, er antwortete ihnen nichts, fehlt hier, sondern es geht mit Vers 4 weiter. Pilatus aber fragte ihn abermals. Stephanus hingegen, ein paar Jahre nach Erasmus, hat den Teil zwar nicht in seinen Haupttext eingefügt, aber hat wieder eine Randnotiz. Das heißt, die Variante war Stephanus bekannt und er hat das hier in den Rand geschrieben, aber für zu unsicher gehalten, um es in seinen Haupttext aufzunehmen. Und konsequenterweise fehlt der Abschnitt dann auch in der Geneva Bible. The priests accused him of many things, wherefore Pilate asked him again, und so weiter. Der entsprechende Teil fehlt hier. Und last not least, Besa. Sehr interessant. Bei Besa fehlt der Abschnitt auch. Besa kennt den Abschnitt aus dem Lateinischen, aber fügt ihn nicht ein. Und die King James Bibel entscheidet sich dann allerdings dennoch, den entsprechenden Teil einzufügen in den Haupttext. The priests accused him of many things, but he answered nothing. Wenn wir wieder aber das Umfeld dieses Verses betrachten, dann stellen wir fest, Vers 3, die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, er aber antwortete ihnen nichts. Vers 4, Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Und dann Vers 5, Jesus aber antwortete nichts mehr. Das heißt, wir haben hier eine Doppelung und es ist also durchaus wieder möglich, dass ein Schreiber hier in der Zeile verrutscht ist und auf diese Art und Weise aus Versehen eben diesen Teil hier oben eingefügt hat. Zu guter Letzt möchte ich noch auf eine Besonderheit eingehen, eine besondere Variante, und zwar in Offenbarung, Kapitel 16, Vers 5. Da lesen wir
in der Schlachterübersetzung: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Und so steht es auch in allen griechischen Manuskripten, in allen Druckausgaben des griechischen Neuen Testaments: der du bist und warst und der Heilige bist. Nur in einer Ausgabe steht das nicht so, nämlich bei Beser. Beser nämlich übersetzt: qui eris, also der du sein wirst, der du bist, der du warst und der du sein wirst, und schreibt das entsprechend auch ins Griechische hinein. Interessanterweise hat hier in der Vulgata aber das Sanctus stehen, wie in den allen anderen griechischen Druckausgaben und Manuskripten des Neuen Testamentes eben auch: Hoseus, der Heilige. Und hier in seiner Fußnote führt Beser dann lang und breit aus, warum es seiner Ansicht nach, obwohl es keinerlei Belege dafür in Manuskripten oder Papyri gibt, warum es seiner Ansicht nach trotzdem heißen sollte: der du bist, der du warst und der du sein wirst. Und nach Beser übersetzt folglich die King James Bibel auch als einzige Bibel in Offenbarung Kapitel 16, Vers 5: Thou art righteous, O Lord, which art and wast and shalt be, because thou hast judged righteous, shalt be. Das ist eine Besonderheit der King James Bibel, die hier gesagt, wie gesagt, einer Besonderheit von Beser folgt. Und sonst findet man das nirgends, in keiner Bibel, in keinem griechischen Manuskript. Hier habe ich hier einmal eine kleine Übersicht gemacht von den Varianten, die wir uns angeschaut haben. Und wir stellen fest, wenn wir die Erasmus von 15,16 anschauen, die Variante in Markus 15,3, die fehlt. Entsprechend fehlt das auch in der Luther von 15,45. Bei Stephanus 15,50 finden wir diese Variante in einer Randnotiz. Die Geneva Bible von 1560 hat das nicht aufgenommen. Bei Beser 1588 fehlt die Variante im Haupttext. Die King James von 1611 hat sie trotzdem aufgenommen in den Haupttext. Lukas 10,22, der Teil, fehlt bei Erasmus, fehlt entsprechend auch bei Luther. Stephanus hat die Variante in seinen Haupttext eingefügt, entsprechend haben wir es auch bei der Geneva Bible im Haupttext. Bei Beser fehlt die Variante im Haupttext und in der King James Bibel finden wir diese Variante entsprechend nur in einer Randnotiz. Hier Lukas Kapitel 17, der ganze Vers 36, hat eine ganz interessante Evolution sozusagen hinter sich. Bei Erasmus fehlt der Vers, entsprechend bei Luther. Stephanus schreibt den Vers in seine Randnotiz, entsprechend die Geneva Bible, und Beser
argumentiert für die Authentizität des Verses, fügt ihn in seinen Haupttext ein und entsprechend auch die King James. Ich habe hier nochmal pro forma das Koma Johanneum, 1 Johannes Kapitel 5, Vers 7 und folgende eingefügt. Bei Erasmus fehlt das, entsprechend auch bei Luther. Ab Stephanus haben wir das dann in den Bibeln drin. Und die letzte Variante, die wir hier betrachtet haben heute, Offenbarung Kapitel 16, Vers 5. Erasmus hat Hosios, entsprechend hat Luther heilig. Stephanus hat Hosios, entsprechend hat die Geneva holy. Besa hingegen, weil er das stilistisch schöner fand, hat für Esomenos argumentiert und entsprechend die King James als einzige Übersetzung Schaltby. Wir stellen also fest, so wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, den einen Textus Receptus gibt es nicht, sondern auch zwischen den wichtigsten Vertretern des Textus Receptus gibt es Varianten, ebenso wie es eben auch zwischen den kritischen Texten, den Nestle-Aland-Ausgaben, Varianten gibt, ebenso wie es zwischen den einzelnen Manuskripten Varianten gibt, ebenso wie es zwischen den einzelnen Papyri-Varianten gibt. Und das ist bekannt, das ist alles nicht so schlimm. Das sind alles, wie wir hier ja auch gesehen haben, das sind alles keine Varianten, die die Lehre der Bibel in irgendeiner Art und Weise angreifen. Und wer sich dafür noch ein bisschen interessiert, unten in der Beschreibung werde ich zwei Links zur englischen Wikipedia verlinken, wo auf diese Varianten noch ein bisschen genauer eingegangen wird, wo verglichen wird, wo stimmt der Textus Receptus mit der Mehrheit aller Manuskripte überein gegen den kritischen Text. Wo stimmt der Textus Receptus mit dem kritischen Text gegen die Mehrheit aller anderen Manuskripte überein? Und wo haben wir Varianten von Textus Receptus Vertretern, die da relativ alleine stehen? Es gibt zwei deutsche Bibeln, die sagen, dass sie dem Textus Receptus folgen. Das sind die Schlachter 2000 und die Neue Luther von 2009, beziehungsweise eben ihre Nachfolgerin, die Luther 21. Und in meinem ersten Video zu dem Thema habe ich vermutet, dass beide Ausgaben dem Stephanus-Text von 1550 folgen, weil der Stephanus-Text von 1550, die dritte Ausgabe des Stephanus, die Editio Regia, eben landläufig als der eine Textus Receptus bezeichnet wird. Es hat sich jetzt herausgestellt, das tun sie nicht. Weder Schlachter noch Neue Luther folgen ausschließlich einer dieser Ausgaben, sondern sowohl Schlachter als auch Neue Luther haben in dem Vorgang der Rückrevision zum Textus Receptus hin, es wurde ja die Schlachterübersetzung von 1951 genommen und rückrevidiert zum Textus Receptus hin, und genauso wurde die Luther von 1912 genommen und erstmal rückrevidiert zum Textus Receptus hin. Und in diesem Vorgang vermute ich, dass alle Varianten zwischen den Hauptvertretern des Textus Receptus, also zwischen Erasmus, Stephanus, Besa und ich nehme an auch die Elsevier-Ausgabe wurde noch dazu genommen, die wurden miteinander verglichen. Und dann wurde zwischen den Varianten, die es ja eben durchaus
unter den Texten gibt, ausgewählt, welche Variante wird in den Haupttext von Schlachter bzw. von Neue Luther übernommen. Und das führt auch dazu, dass es zwischen der Schlachter 2000 und der Neue Luther 2009 auch Differenzen gibt. Zum Beispiel Lukas Kapitel 10, Vers 22, der Anfang, den wir hier betrachtet haben. Und als er sich zu den Jüngern gewandt hatte, sagte er, dieser Teil fehlt in der Neue Luther. Was offen gesagt jetzt auch gar nicht so verwunderlich ist, denn in einer früheren Ausgabe, in einer früheren Überarbeitung, sagen die Herausgeber, dass sie sich sehr stark auch an Luthers September-Testament orientiert haben. Und das September-Testament basiert auf Erasmus. Und Erasmus hatte diese Variante nicht. Die Schlachter selbst hat in ihrem Anhang noch ein Verzeichnis unterschiedlicher Textformen, wo sich die Textus Receptus Varianten, die die Schlachter gewählt hat, vom Mehrheitstext, also von der Mehrheit aller griechischen Manuskripte unterscheiden. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut und einfach diese Varianten, die man hier hat, mal vergleicht, was schreibt die Schlachter, was sagt der Mehrheitstext, was schreibt die Neue Luther 2009. Denn auch da wird man sehen, die Neue Luther, wie gesagt, folgt an manchen Stellen eben einer anderen Variante des Textus Receptus als die Schlachter. Aber auch wenn das Ganze jetzt hier sehr interessant war und auch mir sehr viel Spaß gemacht hat zu recherchieren, schreibt doch Salomo am Ende seines Prediger, der vielen Bücher ist kein Ende. Und das alles hat uns jetzt Gott nicht näher gebracht. Wir wissen jetzt vielleicht ein bisschen mehr etwas über die Textgeschichte des griechischen Neuen Testamentes und haben hoffentlich auch gesehen, dass Erasmus, Stephanus, Beza, Elsevier eigentlich nichts anderes gemacht haben ihrer Zeit mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, als was Nestle Aland und die United Bible Society heute mit ihren Methoden, ihnen zur Verfügung stehenden Methoden der Computerauswertung machen, auf der Art und Weise, wie sie den sogenannten kritischen griechischen Text erarbeiten, die ja sehr viel mehr Manuskripte und Papiere zur Verfügung stehen haben, als eben seinerzeit Erasmus, Stephanus, Beza. Und deshalb abschließend wollen wir die Schrift sprechen lassen und uns zwei Ratschläge zu Herzen nehmen. Einmal sagt Paulus an Titus in Kapitel 3, Vers 9, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Und der Psalmist spricht zu uns in Psalm 34 ab Vers 12. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Noch ein paar Ergänzungen zum Textus Receptus. Und zwar möchte ich
einmal kurz darauf eingehen, wie eigentlich solche Textvarianten zustande kommen können. Und wir haben hier Lukas Kapitel 10, Vers 22 und Vers 23. Ich habe hier die erste Hälfte von Vers 22, das ist die Hälfte, auf die es ankommt, und hier unten nur der Vollständigkeit halber die zweite Hälfte, die uns aber nicht so sehr interessiert. Und wir sehen hier zwei beziehungsweise zweieinhalb mögliche Varianten, die wir zwischen Manuskripten finden, und zwar zum einen den typischen Rechtschreibfehler. Wir haben hier einmal den Stephanus von 1550 und den Westcott Hort von 1881, klassischer Vertreter des Textus Receptus und der klassische Vertreter des kritischen Textes. Und bei Stephanus finden wir im Vers 23 Ape und bei Westcott Hort Apen. Genau ein Buchstabe Unterschied. Und wenn man dann Varianten zählt, dann ist das eine Textvariante. Aber natürlich ist das keine Textvariante, die den Text in irgendeiner Art und Weise verändern würde oder den Sinn in irgendeiner Art und Weise verändern würde. Das gleiche hier oben, wo das Moi einfach nur einmal vor dem Verb und einmal nach dem Verb steht, das ändert in keinster Art und Weise die Aussage des Textes. Und wirklich über 90% der Textvarianten, die man zwischen den Manuskripten und zwischen den Papyri und so weiter findet, sind dieser Art. Und dann haben wir die Textvariante der Doppelung, wo wir hier beim Stephanus eben am Anfang des Verses noch ein Stück haben, das wir bei Westcott Hort nicht haben. Also in manchen Manuskripten findet sich eben dieses Stück, und in den allermeisten Manuskripten und in den ältesten Manuskripten findet sich dieses Stück eben nicht. Und ich werde das jetzt hier nicht vorlesen. Es bedeutet, sich zu den Jüngern wenden. Der Punkt ist, dass genau diese Folge an Wörtern eben am Anfang vom Vers 23 genauso vorkommt. Das bedeutet, diese Variante ist dadurch entstanden, dass ein Schreiber beim Abschreiben einer Vorlage in der Zeile verrutscht ist und eben diese Worte abgeschrieben hat, obwohl sie eigentlich an der Stelle, wo er sie dann hingeschrieben hat, gar nicht vorhanden waren. Und wenn wir uns dazu einfach mal anschauen, wie ein solches Manuskript aussah, dann werden wir das auch verstehen. Also das ist eine sogenannte Majuskel. Das ist hier Papyrus P75, der sogenannte Papyrus Bodmer 1415. Stammt aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, und wir haben hier das Ende des Lukas-Evangeliums, Anfang des Johannes-Evangeliums. Das ist eine sogenannte Majuskel. Das bedeutet, dass das komplett in Großbuchstaben geschrieben ist. Und die ältesten Manuskripte sind alles Majuskeln. Später kommen dann Minuskeln, die dann eben in Kleinbuchstaben geschrieben wurde. Und man erkennt, dass wirklich ohne Punkt und Komma, ohne Satzzeichen, ohne Leerzeichen, ohne sonst irgendetwas, wurden einfach die Buchstaben, die Worte alle aneinandergereiht, weil es
zu der Zeit so etwas wie Satzzeichen und Leerzeichen eben noch nicht gab. Sie waren noch nicht eingeführt in die Schrift. Und insofern können wir uns sehr leicht vorstellen, wie einfach es ist, beim Abschreiben hier einen Buchstaben zu übersehen und wie einfach es ist, dass es passiert, dass man beim Abschreiben in einer Zeile verrutscht und dann eben plötzlich so eine kleine Passage dann an einer Stelle einfügt, wo sie ursprünglich eigentlich nicht gestanden hat. Das ist alles keine Bosheit von den Schreibern, erstens, und zweitens, es ändert auch mal wieder in keinster Art und Weise den Sinn des Textes. Darüber hinaus haben wir dann in den synoptischen Gospeln, in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, wo wir ja sehr viele Passagen haben, die sich sehr ähnlich sind, haben wir Übernahmen aus dem einen Evangelium in das andere. Das heißt, der Schreiber schreibt ein Gleichnis von Jesus im Lukas-Evangelium ab. Und das gleiche Gleichnis kennt der Schreiber auch aus dem Matthäus-Evangelium. Und dann denkt sich der Schreiber natürlich, das sind das gleiche Gleichnis. Dann wird das im Lukas-Evangelium genauso gehen wie im Matthäus-Evangelium. Und er schreibt einfach das, was er auswendig gelernt hat. Was dann dazu führt, dass gewisse Verse, die ursprünglich im Lukas-Evangelium eben vielleicht nicht drin standen, dann aus dem Matthäus-Evangelium hinein übernommen wurden. Auch wieder keine Bosartigkeit der Schreiber und auch wieder nichts, was den Sinn des Textes verändert. Und so viel mal zu den Varianten, die wir hier in den Texten begegnen. Es heißt immer, dass Bibeln, die auf Grundlage des kritischen Textes übersetzt wurden, Verse oder Versteile aus dem Bibeltext streichen. Und da möchte ich jetzt aber mal ein Gegenbeispiel geben. Ich habe hier die Luther 2017. Und wenn wir hier in den ersten Petrusbrief schauen, Kapitel 2, Vers 2, dann lesen wir: Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Und das ist ja ein ganz wunderbarer Vers auf diese Art und Weise. Aber wenn wir uns den gleichen Vers einmal in der Schlachter anschauen, dann stellen wir fest, 2 Petrus 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Also nicht nur im kritischen Text fehlen Verse, die ja, wie gerade gesagt, nicht fehlen, sondern auch in den Ausgaben, die nach, also auch in den Bibeln, die nach einer Ausgabe des Textus Receptus übersetzt wurden, gibt es Passagen, die fehlen, die dann im kritischen Text vorhanden sind. Und auch wenn das hier jetzt, auch wenn die natürlich auch in keinster Weise die Lehre ändern, denn wie gesagt, für die Lehre betrachten wir immer die gesamte Bibel. Wenn ich jetzt nur diesen einen Vers hier betrachten würde, dann könnte ich unberechtigterweise, natürlich, wie schon lang und breit ausgeführt, aber ich könnte im Prinzip hier der Schlachter 2000 vorwerfen, dass sie das Heranwachsen ins Heil aus ihrem Bibeltext gestrichen hat und insofern die Lehre verfälscht. Was sie natürlich nochmal nicht tut, weil wir ja auch die Heilslehre nicht aus dem einen Vers hier gewinnen,
Aber es ist tatsächlich so, dass eben auch in den Ausgaben des Textus Receptus Versteile fehlen, die dann in den Bibelausgaben, die nach dem Nestle-Aland übersetzt sind, durchaus vorhanden sind. Das Ganze kann man also, wie gesagt, auch in die andere Richtung exerzieren. Wo wir hier gerade bei der Schlachter 2000 sind, ich habe etwas herausgefunden. Und zwar habe ich bei der Genfer Bibelgesellschaft einmal nachgefragt, wie das denn ist mit der Übersetzungsgrundlage und der Schlachter 2000 und wer daran mitgearbeitet hat. Und sie haben mir auch freundlicherweise tatsächlich geantwortet. Und wie ich es geahnt habe, die Grundlage, die Übersetzungsgrundlage der Schlachter 2000 ist zwar hauptsächlich die Stephanus-Ausgabe von 1550, aber eben korrigiert durch die Zusätze von Elsevier 1624, der ja, wie gesagt, hauptsächlich auf den Varianten von Beza basiert. Aber nichtsdestoweniger, das ist schon mal schön und interessant zu wissen. Und Hauptmitarbeiter waren Rudolf Eberzeuser, Karl Hermann Kaufmann, Professor Herbert Janssen, Dr. Martin Heide und Roger Libby. Und wer sich ein bisschen mit dem Thema Textus Receptus auskennt, der weiß, dass das die Koryphäen und die wichtigsten Vertreter des Textus Receptus heutzutage im deutschsprachigen Raum eigentlich sind. Also hat die Schlachter 2000, hat die Deutsche Bibelgesellschaft da schon die richtigen Leute rekrutiert, um eine Bibel auf Grundlage des Textus Receptus zu erarbeiten und herauszugeben. Wenn man jetzt diese ganzen Varianten zwischen Textus Receptus, also den Textus Recepti Ausgaben, ich war, weil es ja wie gesagt mehrere sind, und dem Nestle-Aland und dann dazu noch dem Mehrheitstext, wenn man das gerne mal in seiner Bibel drin hätte, dass man das sieht. Und man kann vielleicht kein Griechisch, man möchte nicht den Nestle-Aland jetzt nehmen, vor allem weil die Notation vom Nestle-Aland ja durchaus schwierig und kompliziert ist. Dann habe ich hier zwei Empfehlungen. Im Deutschsprachigen haben wir hier die Elberfelder Bibel, Neues Testament, textkritische Ausgabe, die dann hier unten unter dem Text eben einige Varianten, einige Textvarianten aufführt, mit den Manuskripten, in denen die Textvariante drin ist oder in denen sie eben fehlt. Und dann ordnen sie das hier zu dem Nestle-Aland bzw. dem byzantinischen Text und dem Textus Receptus eben. Ich muss zugeben, es sind nicht besonders viele Varianten, die Sie hier unten aufführen. Auch die Auswahl der Varianten hätte man meiner Ansicht nach auch besser treffen können. Das sind nicht unbedingt die interessantesten Varianten, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, den Text des Neuen Testamentes etwas genauer kennenzulernen. Und Sie haben am Anfang eine kurze, aber gut gemachte und informative Einführung zu den Varianten und zu den Urtexten an sich und hinten drin dann auch noch mal hier ein bisschen Fotos von Manuskripten. Also es ist schon, kann man machen, ist jetzt auch gerade günstiger zu erhalten, als es ursprünglich auf den Markt gekommen ist. Und wer des Englischen mächtig ist, dem möchte ich die New King James Bibel anempfehlen.
Und zwar, weil die New King James Bibel übersetzt wurde auf Grundlage des Textus Receptus, und dann gehen sie hin und in ihren Anmerkungen schreiben sie dann immer, wie hier zum Beispiel, dass der Nestle-Aland übersetzt oder einfügt, so, oder Nestle-Aland hat nicht das. Und hier Nestle-Aland fügt hinzu so und so. Und teilweise hier, es ist also nicht nur der Nestle-Aland, sondern auch der byzantinische Mehrheitstext, das M hier für Mehrheitstext, der hier auch noch zum Vergleich hinzugezogen wird. Und dadurch hat man in den Anmerkungen der New King James Bibel also eine sehr schöne Möglichkeit, mal zu schauen, wie sind da die Varianten, was sagt der Textus Receptus, was steht im Nestle-Aland, was steht im byzantinischen Mehrheitstext. Und insofern ist hier die New King James Bibel setzt das eigentlich auch wieder, wie so vieles andere, am besten um.